So, da sind wir wieder bei Let's Play Stellaris. Letzten Part haben wir nicht so viel Großes beigetragen. Wir haben uns eigentlich ein bisschen weiter ausgebaut. Der Truce ist nebenbei jetzt abgelaufen mit unseren südlichen Nachbarn. Das heißt, da können wir jetzt auch wieder reinklotzen, was wir machen werden. Allerdings möchte ich gerne abwarten, bis wir unsere psionischen Armeen haben und die dann erstmal in Serie starte. Ich möchte dann nämlich schon gerne durchaus einige von denen einsetzen. Abgesehen davon ist meine zweite Flotte noch nicht ganz vollständig. Da möchte ich eigentlich auch gerne warten, bis sie durch ist, dass ich auch jetzt noch zweite Flotte habe mit einer guten Stärke, die ich ein bisschen rumschippern kann. Das wäre auch ganz nett, wenn ich das machen könnte. Dann habe ich ein bisschen mehr Varietät, wie ich dann den Krieg führen kann. Unemployment. Oh, ich habe da was Sechs zu bauen. Ah nee, habe ich nicht. Es ist so geplant gewesen, dass aber was frei bleibt. Ist halt theoretisch ein bisschen unmöglich, über die Zeit das so zu lassen, aber pf, meine Fresse, ich bekomme so viele Mineralien rein. Diese zwei oder eins machen es auch nicht mehr nicht aus. Über eine Zeit schon, Leo. Oh, jetzt kommt hier der Gutmensch wieder rein. nicht der Gutmensch, aber der Mensch, der immer wieder... Der perfekte Mensch, kann man sagen. Der unbedingt alles perfekt haben muss. Muss vor allem. Und wie, es läuft ein bisschen anders. Scheiße. Ah, hier ist Gargantua. Genau, hier war ja die Infinite Machine. Die könnten wir uns auch dann holen. Die wäre sogar ganz cool zu holen, weil sie wieder ein sehr cooles Event ist. Da könnte man mit ein bisschen Glück... ja, schon was Geiles von herziehen. Gucken, ob das Event überhaupt funktioniert, wenn da schon der eine angefangen hat. Ich weiß jetzt spontan nicht. Ich denke mal, er wird das Event bekommen haben zu dem. Special Project complete. Ancient Zoo? Haben wir das eigentlich schon mal gehabt? Ich glaube nicht, oder? An Expedition Dawn, the chef has revealed an entire safe-contained blue biome within a Gargantuan cavern. Creatures representing at least three separate tropical planets have been categorized so far. The system is heavily automated, with a multitude, mein Gott, man eigentlich wäre so gut, of special drones observing, maintaining and times of cutting the population. Okay, bla 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 bla, muss nicht alles lesen. Auf jeden Fall haben wir als auf dem Planeten ja etwas entdeckt. Und jetzt haben wir halt so eine unterirdische Bastion-Phase gefunden, ein eigenes Biom, wo halt die Leute leben, was man wunderbar dazu benutzen könnte. Back down the machine reserve engineer technology. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja. Gibt uns gut Forschungspunkte rein. Dann tust du da erforschen. Ich muss jetzt zurückgehen auf die anderen Forschungsdinger, habe ich gar nicht drauf geguckt, ne? Okay, die haben wir, glaube ich, nur auf dem Planeten. Oder gemein ein bisschen was, ist auch nicht so wichtig. Und schön, dass unsere ringative Höhlenintegrität immer schön steigt mit dem Prozentual, das ist wichtig. Ich glaube, wenn wir durch sind, haben wir wie viel Prozent haben wir dann? 50 oder 60 haben wir damit dann schon. Das ist schon einiges, wenn man darüber nachdenkt. System Survey complete. Und wenn man darüber nachdenkt, dass die Dinger fucking teuer sind, ist das schon cool, wenn wir da schon einiges haben. Mal schon wieder ein System, wo nichts ist. Ich kann mich an der alten Version erinnern von der Belt, wo meine Kollegen es halt zum ersten Mal gemacht haben. Wo du auf jeden Planeten so fucking immer Ressourcen hattest. Gut, dass wir das nicht mehr haben. Andererseits natürlich schade, weil es ja ziemlich cool gewesen, immer Ressourcen zu besitzen, aber komm, muss nicht zwingend sein. So wie jetzt ist es in Ordnung. Hier und da gibt es einige gute Ressourcen, allgemein gibt es ausreichend, hier und da gibt es auch ein bisschen weniger. So, psionische Armeen haben wir. Bleibt jetzt die Frage, was nochmal als nächstes. Wir können die Strike Cruiser natürlich ein bisschen von den Kosten her besser machen. Ah ja, mal die regenerative Höhle integriert ist, gut, dass wir es haben. Das können wir natürlich auch mal durchziehen, oder ich warte ein bisschen bekommen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das ist interessant. Weil wir können Ice Planets schon mal terraformen, warum nicht. So, psionische Armeen. Wo sind meine ganzen Armeen momentan? Ein paar von denen hängen einfach irgendwo rum. Das ist auch interessant. Auf jeden Fall könnte ich bei Chapol schon mal ein paar rekrutieren. Huch, da muss ich hin. Da haben sie Psionic Army.
hat 9 bis 18 Damage. Im Vergleich zu meiner normalen 2 bis 4. Ein bisschen stärker. Der Slave Army hat auch nur 2 bis 4. Ist allerdings von der Maintenance ein bisschen besser. Aber die Moral ist ein bisschen schlechter. Und ich würde halt mein eigenes Volk dafür nicht einsetzen, ne? Aber gut, Psionische Armeen, wenn wir schon ein paar haben. Ich würde sagen, ich baue mir erst einmal... Oh, schwer zu sagen, was baue ich mir? 3 Sechsergruppen? Diese B sind die. Ja, 3 Sechsergruppen finde ich in Ordnung. Spontan können wir jetzt sagen, oh, das ist viel zu viel, Leo. Ich möchte aber gerne ein paar von den Dingern haben. Psionische Armeen klingt sehr gut, abgesehen davon will ich noch warten, bis meine Flotte fertig ist. Die hat da werden noch ein paar Strike-Cruiser gebaut. Und ich denke mal, die Produktion der psionischen Truppen wird auch was dauern. Insofern habe ich noch genug Zeit, meine Flotten aufzubauen und hier anzugreifen. Ich könnte es ja folgendermaßen machen. Die kleine Flotte macht den kleinen hier kaputt und die große Flotte macht den hier kaputt. Dann kann ich den bald gleichzeitig ausschalten, ohne dass irgendeiner auf komische Gedanken kommt. Ja, der ist befällig. Ich denke mal, der wird auch kaum eine starke Flotte haben. Der ist auch befällig, aber der wird wahrscheinlich auch nichts Großes haben. Hat er irgendwelche Bündnisse? Der hat einen Migration Trade. Overlord davon. Reservation Assaulting Status. Ja gut, aber dann das bringt es nicht in den Krieg rein. Das heißt, das würde ihm nichts helfen. Das ist wichtig. Dann bin ich nämlich wirklich allein mit den beiden wieder im Krieg. Kann sie aber ausschalten. Wer ist eigentlich gestorben? Ein Gouverneur. Hat die Frage, welcher Gouverneur ist bitte gestorben? Huch. Soweit war ich auch nicht ranzoomen. Bleibt die Frage, welcher Gouverneur ist denn gestorben? Einer von meinen Systemen? Ja, tatsächlich. Mal 9. Hab sogar einen Slaver. Wunderbar. Oh, Terraforming at last. Sehr schön. Da kann man diese Welten auch direkt kolonisieren. Nicht von den ersten dreien. Wobei, ist eigentlich scheißegal, die sind überall noch dran, ne? Ach, das ist ja fast fertig. Okay, dann machen wir es davon hier. Frage ist, wo... Ich denke mal, hier passt es. Okay. Schaut es hier so aus? Zwei Destroyer, ja, die sind auch schnell fertig. Oh, der hat gar keine Nahrung hier. Das ist natürlich sehr toll. Und generell beschissene Startwerte. Wenn ich hingehe... Ja, wo auch hier kann ich immer einen 3 nutzen. Das passt schon. Und dann haben wir hier noch ein Desert World. Das hat der dritte. Boah, läuft alles. Der hier ist es. Macht doch hier am meisten Sinn. Okay, 3 Planeten fertig geterraformt. 3 neue Kolonien werden gemacht. Ja, und hier werden sämtlich auch die Strike-Cruiser fertig. Das tue er auch. Dann muss ich noch die psionischen Armeen warten. Die brauchen aber echt lange. Na gut, dafür sind sie auch extrem gut. Ich denke mal, die ganzen alten Armeen werde ich gar nicht mehr benötigen. Kann ich Georgia in Rente schicken. Ich einfach zu Boys und Haufen dann noch. Wenn man es halt nicht mehr benötigt, ne? Ah, sieh an. Meine guten Nachbarn tun weiter Migrationsverträge machen. Was hast denn du insgesamt damit vor, mein Freund? Du willst doch wohl nicht deine Beziehung mit deinen Nachbarn, also deinen weit entfernten Nachbarn, wohlgemerkt, so weit stärken, dass da irgendwann Anschlusszeit kommt oder sowas, nicht wahr? Das kannst du vergessen, mein Freund, du bist mir ausgeliefert. Und das will ich schon so durchboxen, dass du mir ausgeliefert bist. Weil du, Kollege, kannst mir überhaupt nichts. Ich würde sagen, das nutzen wir direkt mal aus, um es ein bisschen aggressiv dahin zu stellen. System Survey complete. Was hatten hier für Planeten? Keine besonderen, die ich jetzt kenne oder so. Irgendwo werden wir gewiss auch die Erde wieder finden. Wie gesagt, bin sehr interessant, was wir da haben. Irgendwo finden wir sie schon. Ich weiß nicht, ob sie immer dabei ist, die Erde. Aber... Ich meine, sie soll... Also bei diesen Stern-Cluster-Fuck, den ich hier habe, soll sie schon dabei sein.
Wenn nicht, dann wird man echt schon enttäuscht sein. Ich meine, holy shit, warum sollte die Erde nicht dabei sein? Okay, ich glaube, wir haben so nämlich wirklich alle Systeme erforscht, auch in unseren direkten Grenzen. Das läuft. Können wir alles ausbauen, so weiter erforschen, den Osten erkunden und den Osten noch weiter erobern. Das Science-Ship hat nichts gefunden, das ist natürlich behindert. Kann das sein, dass noch gar keine besonderen Armeen fertig sind? Das ist richtig, die brauchen heavy lange. Dann die Frage, ob ich mit den alten Armeen das erstmal noch abschließen, in dem Sinne von... Ist eh nicht so heftig. Kann man an sich machen, ne? Pass auf, machen wir mal. Construction complete. Wobei es bei Stärke 16, also sagen wir 11, sollte eigentlich ausreichen für zwei gute Armeen. Lassen wir es dabei nämlich auch. Und platzieren die guten Jungs schon mal ein bisschen in Reichweite. Dass wir da schnell erobern können. Mein zweiter Vorteil ist, glaube ich... ja, da wird hier noch was gebaut. Wie viel eigentlich? Ein Xerkosa, noch einer. Ja, und das war's dann. Die warten wir noch. Dann ist die Flotte auch erstmal... war das erstmal durch. Da muss noch was nachgebaut werden, aber wir können sie schon mal einsetzen. Was soll ich damit sagen? Ich habe sie auch in Position. Dann mal gucken, was wir hier für einen Frieden die machen können. Neue Zivilisationen sind wir getroffen. Meinetwegen. Für den Typen finden wir auch immer mehr. Diese komischen Alien-Rassen, die es so gibt. Wenn wir neuen Schilde haben, denke ich mal, können wir auch irgendwann unsere neuen Schiffe bauen. Beziehungsweise wir haben auch lebendes Metall dann irgendwann. Und damit können wir auch einige interessante Sachen machen. Ich habe das Wort schon wieder erwähnt, Sachen machen. Ja. Nicht witzig? Kein bisschen? Toll. System Survey complete. Es ist einer fertig mit erkunden. Ah, mein nördlicher Kollege. Ja, meine nördliche Ausdehnung geht auch langsam nach vorne, ne? Aber hier reicht einer locker zum Erkunden. Der ist bald fertig und kann er hier ausbauen. Ja. Nach Norden breiten wir uns, wie gesagt, noch nicht aus. Muss auch überhaupt nicht sein. Du könntest in sich meine kleine Fliege von mir killen. Zwar das hier machen. Oh, ein Observation Post ist da. Wir hätten damit einen Observation Post geschlampt. Das kann doch eigentlich nur... Construction complete. Mein bester Freund sein, nämlich meine Sektoren, die wir vergessen haben wieder. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr kurzer Krieg werden hier. Wenn ich von beiden Seiten angreife, will er machen. Ich will anschieben höchstens. Oder nur sagen, oh no, what should I do? Give up. System Survey complete. Aber jetzt die Psionischen Armeen warten, sind ultra stark, ja. Aber jetzt extra dafür warten muss auch nicht sein. Ah, meine Flotte ist eingetroffen. Das ist natürlich sehr gut. Wobei es sind die einzigen, die noch übrig sind. Wunderbar. Wenn die da sind, dann können wir die andere Flotte losschicken. Und wenn die dann da ist, dann können wir loszuschlagen. Und dann wieder runde einen Haufen Leute morden. Ich weiß gar nicht, wenn dann die Überreste übrig sind, dann kann man eigentlich die zweite Flotte liegen lassen. Kriegt's alleine hin. Dann breiten wir uns gar nicht nach Norden aus oder nach Osten aus, je nachdem, wie wir gerade Lust haben. Construction complete. So wie es gerade möglich ist, einfach. Construction complete. Währenddessen immer weiter ausbreiten.
System Survey complete. So, die Flotte ist einsatzbereit, also schicken wir sie los. Der wird auch fertig geforscht, also weitermachen. Immer weiter. Asteroiden haben sie aus der Lächer gefunden, meinetwegen. Evading hostile fleet. Oh! Lurkers, der schreit die regenerative Hüllenpanzerung. Was zum Teufel war das jetzt wieder? Ich weiß auch nicht, was ein PC immer wieder hat. Wie gesagt, wenn ich nachgucke, ist auch gar nichts da. Keine Ahnung. Construction complete. Es stört einfach nur, mehr ist es nicht. Und jemand hat in den Kommentaren, glaube ich, mal nachgefragt, woher es kommt, dass ich so eine hohe Kapazität habe, ein Schiff, Raumschiffen. Und dass es so von normalen Spielern gar nicht kennt. Ich weiß gar nicht, welche Mod das ist. Es ist auf jeden Fall eine Mod, die halt die Kapazitäten erhöht. Ich meine, es war die More Ship Type Mod gewesen. Weil es ja Strike-Cruisern also weiter gibt und Battle-Cruisers und also weiter. Also man halt schön trennt, dann geht es auch nicht wieder Dreadnoughts und Super-Dreadnoughts und Capital-Ships und so weiter. Sprich, man tut halt die Schiffliste ordentlich ausdehnen. Und weil eben dann so viele Schiffe reinpassen, denke ich mal, hat man in der Mod auch gleichzeitig die Kapazität der einzelnen Schiffe erhöht. Was eine gute Idee ist auf jeden Fall. Denn wenn man schon so viele Klassen an Schiffe hat und so viele Schiffe allgemein hat, wo es dann eben auch zu großen Schlachten eben kommt, dann ist immer eine gute Idee, dass man da auch gleichzeitig die Kapazitäten erhöht. Man wird die Kapazitäten eh zu Beginn nicht stellen können, richtig. Ich meine, ich kann es auch nicht. Ich meine, hier, ich habe jetzt 160 ungefähr. Mache ich noch plus, wenn meine beiden Flotten unterwegs sind. Das soll quasi heißen, wenn ich auf, weiß nicht, sag jetzt mal 1300 vielleicht bin, dann bin ich am Limit. Was meine Energie angeht. Und da habe ich immer noch Platz nach oben. Insofern. Erstmal kriege ich es auch nicht auch komplett ausgelüftet. Es könnte aber auch sein, dass es von der Mod kommt, wo die Space Battles verbessert wurden. Dass man einfach größere Space Battles haben wollte und deswegen die Kapazität erhöht hat. Aber das weiß ich nicht genau, wie gesagt. Das müsstest du selber mal genau nachgucken, welche von beiden das sind. Oder wie gesagt, die einfach alle reinziehen. Das geht natürlich auch. Ich meine, es sind ja keine schlechten Mods, die ich hier drin habe. Ich finde es allgemein sehr praktisch. Construction complete. So, wo ist meine Flotte momentan? Construction complete. Ich habe es doch gerade hier hinten irgendwo gesehen. Oh, von Energiecredits. Nicht, dass ich sie notwendig hätte. Aber ich nehme sie trotzdem gerne an. So, wo ist denn die Flotte? Die ist doch fast da, oder? Ah, hier vorne. Jupp, die ist gleich angekommen. Wunderbar. Construction complete. Und wir haben 22 Strike Cruiser. Habe ich wieder irgendwo verzählt? Ich weiß, ich wollte, glaube ich, 30 Strike Cruiser haben, aber wie bin ich jetzt auf 22 gekommen? Egal. Colony established. Ja, etablieren sich wieder ein paar Kolonien, ist auch mal ganz gut. Dann abwarten, wobei ich könnte wieder terraformen auf jeden Fall. Oder ich warte einfach, bis ich erst einmal die Jungs hier alle ausgemerzt habe. Müssen halt unbedingt gucken, was wir halt von ihm rausziehen. Den Kleinen will ich vernichten auf jeden Fall, dass er weg ist. Gleichzeitig schnappen wir uns Garantur und bekommen damit auch die Eventkette. Hoffentlich. Bei dem Guten bin ich mir gar nicht sicher, ob ich ihn haben will. Auf jeden Fall Grenzwelten, das ist schon mal klar. Die beiden... Wo hat gar keine richtigen Grenzwelten. Das sind seine Kernwelten und das sind seine Außenwelten. Seine Außenwelten will ich aber nicht, weil die mit meinen... zu weit weg sind. So, der hat noch 4 Tage den Wind down. So, jetzt können wir loslegen. Dann, Kumpel, die Clear War.
Ja, wenn wir mit den Traders noch einen Krieg, das ist in Ordnung. So, dann wollen wir jetzt mal eine Runde Seed Planet machen. Den Atea Planeten will ich haben. Den will ich haben. Und den will ich haben. Das sind schon mal die drei, die hier unten sind. Damit wäre das Reich hinüber. Und dann die Frage, will ich hier schon auch was haben? Was haben wir denn hier? Das können wir machen, würde aber 91% kosten. Okay. Die Frage wäre, müssen wir noch einen dritten Krieg dann führen? Das ist ein bisschen behindert. Muss ich aber leider. Mehr als 100% kriegt man halt nicht rein. Und wenn ich mir das hier alles zusammenziehe, ist das auch mehr wie 100. Na egal. So, die kleine Flotte zieht sich erst einmal ins Hauptsystem vor. Da, wo wahrscheinlich die Flotte von ihm sein wird. Und die Hauptflotte geht hier rüber. Da gibt man eine starke Flotte eben zu den starken Gegnern. Station ist under attack. Welchen bitte? Lügt er mich jetzt gerade an? Ist hier wirklich irgendwas unter Beschuss? Kann gar nicht sein. Ah, doch. Kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt meine sind. Ist das scheißegal. Es kann keine Station under attack sein. Wie soll das denn gehen? Ohne Scherz jetzt. Wie soll das denn möglich sein? Dass jetzt schon irgendwelche Stations under attack sind. Ach doch, kann sein. Hier. Also Wurmloch von den Traders ist ja noch hier. Stimmt ja. Pff, ja gut, das ist mir scheißegal, das Wurmloch. Das kann da ruhig rumeiern. Oh, Research, Entschuldigung. Aber ist das wichtig? Schilde, okay. Oh. Das ist wieder interessant, was wir machen können. Wir können nicht diese grüßige Verteidigung machen, die noch nichts bringt. Wow, fangen wir hiermit oder fangen wir damit an? Oder die Physik lässt sich erweitern. Ne, nicht wirklich. Machen wir hier die Tier 2 Komponenten. Können wir schon mal die richtig dicken Schiffe dann damit richtig stark ausstatten. Ich glaube, ab Battleship geht das. Haben wir noch nicht, klar. Aber ist ja nicht schlimm. So, was haben wir hier erwischt? Ja. Der hat eine kleine Flotte aufgebaut von 1,2k. Korvetten. Nicht sogar Strike Cruiser mittlerweile. Aber gegen meine neue Flotte hat er keine Chance. Ancient Life Pod, ist klar. Ja, er wird einfach platt gewichst. Was haben wir hier vorne? Ja, eine 8,9k Flotte. Genau wie ich halt dachte, da hat die stärkere Flotte. War jetzt auch nicht so schwer zu erwarten. Und auf jeden Fall die Flotten zerstören. Ich will nicht, dass er wieder irgendwelche Blödsinn macht. Das sind nicht mehr die Hauptflotten, würde ich sagen. Ich kann mir manchmal auch nicht vorstellen, dass er irgendwas noch herumschwören hat. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist... Nee, ich gehe nach und nach vor. Ich schalte den Planeten nach und nach aus. Ich schalte erst alle Stationen aus und dann tue ich sie alle sieden. Ich will nicht, dass irgendwie eine kleine Streitmacht noch irgendwie überlebt oder sowas. Dann gebe ich die Stations wieder in Attack. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung, was er hat. Aber gut, wir können neue Welten kolonialisieren, das machen wir auch. Hier ist ganz freundlich. Da ist ganz freundlich. Eigentlich muss ich nicht mehr darauf achten. Okay. Meine Boys da dran oder was? Anscheinend sagen meine Sektoren sofort, die will ich gerne kolonialisieren. Meinetwegen. Gute Sektoren, necken die mit. Habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn die das machen. Ja, warte, warte, warte. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Was ist jetzt los? Die Jungs sind da angekommen. Hier ist eine Transportflotte ist hier. Wie stark? Dreier. Die kann leider nichts machen. Hier will ich einen Spaceport erstmal töten. So. Situation log updated. Achso, ja, bewegt sich ja ganz langsam voran.
Ich weiß gar nicht, woran es liegt, dass es so langsam ist. Entweder die Zahlen, was ein bisschen ruckelt, oder weil ich die ganze Zeit hin und her schalte und nicht so nicht viel passiert momentan. Aber seine gute Flotte wird erstmal zeitlich segnen. Er hat Battleships aber schon, nicht schlecht. Medium Ion Disruptors, auch ganz okay. System Survey complete. Und alte Materie-Raketen. Allgemein eine ganz interessante Kombination, aber ich glaube, das große Problem mit Disruptors war gewesen, die haben keine so gute Reichweite. Und allgemein Disruptors, meine Gauss-Kanonen sind so viel stärker. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. Der arme Trade-Typ da, ey. Situation Log updated. Hat unser Admiral einen Trade bekommen. Hostile Fleet engaged. Oh, das wäre jetzt interessant. Die können wir zum Beispiel mal explodieren zu sehen. Situation Log updated. Wobei halt, nicht so schnell. Den schicken wir schon mal darüber. Und jetzt können wir die Jungs hier im Sterben zusehen. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. Ja, vor allem, der kann auch gar nicht wirklich angreifen und ich bin nicht schon richtig am Auseinandernehmen. Das sieht nach Disruptor-Kanonen aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Also haben sie doch eine ganz ordentliche Reichweite. Aber meine Jungs konzentrieren sich anscheinend ziemlich auf die stärkeren Schiffe. Was auch vollkommen okay ist. Ah, Terraform mit Ice Planets. Die Blockeinfälle waren auch ganz gut. Ja, komm weg mit den scheiß Digimon-Turm, da, den schwarzen Turm. Auch kein Mensch so etwas. Wo sind jetzt die kleinen Schiffe von den Trägereinheiten hier? Dann ist es ja normal, dass sie nicht angegriffen werden können. System Survey complete. Explosionen sind aber echt schön aus. Das Einzige, was nicht so schön aussieht, dass die Schiffe einfach dann regungslos herumeiern, bis sie verschwinden. Da müssen wir vielleicht auch eine neue Mod finden, die auch die Schiffe richtig beim Zusammenbrechen zeigt. Grim Acting. Was haben wir denn hier? Der Gute will versuchen, das Ding zu terraformen. Ja, aber nö. Ich werde schon genug andere Planeten terraformen können, mein Kasol-Kumpel. Das muss nicht sein. Die Transportwelt ist süß. Vor allem bin ich gleich gespannt, wie schnell die weg ist. Wenn meine Jungs irgendwann angreifen, weil keine anderen Ziele mehr da sind. Das ist schon alles, ne? Ja. Was ist das hier? Ne, nicht mal, es war nur ein kleiner. Achso, der ist eh noch im Kampf, deswegen. So, jetzt. Ich habe 9 Korvetten und 1 Zerstörer verloren. Ganz ehrlich, das ist echt wenig. 9 Korvetten, 1 Zerstörer. Werden direkt nachgebaut. Allerdings hat er mir meinen gesamten Schilde rausgezogen. Das ist eine Sache. Der hat ja gar keine Raumstation. Das ist sehr interessant. Okay. Okay. Ich denke allgemein von seinen Armeen ist nichts mehr übrig. Deswegen können wir auch allgemein anfangen, irgendeine ganze Station auseinander zu reißen. Ja, und hier sind wir schon ein paar zu ändern gekommen. Also wir haben schon mal das Rückgrat von ihm gebrochen, haben alle seine Armeen vernichtet. Wirklich eine Gefahr hat ist er nicht mehr für mich. Als sein, der baut seine Flotte nach und greift irgendwas von mir an, aber ganz ehrlich, was will er nachbauen? Großartig. Ich habe eine 25er K, ich habe eine 15er K Flotte. Situation Log updated. Eine Gefahr kann ja nicht mehr sein. Das Einzige, was er machen kann, ist mich ein bisschen abfacken. Construction complete. Das bezweifle ich ziemlich. Hostile Fleet engaged. Construction complete.
Wir werden jetzt erstmal die ganzen Planeten belagern, die ich erobern will. Wenn wir die alle im Besitz haben, ziehen wir so lange weiter, bis wir den Krieg gewonnen haben. Müssen dann aber, wie gesagt, leider... noch zwei weitere Kriege gegen unseren schönen Nachbarn hier unten führen. Ganz einfach, weil der Gute eben noch so viele Planeten hat, die so viel wert sind. Okay, ich denke mal, hier machen wir einen Cut. Im nächsten Part werden wir den Krieg beenden. Wir sehen nur noch größtenteils Reste ficken. Die drei Planeten erobern hier. Ich glaube, die haben wir noch gefordert. Erobern, die Hauptwelt erobern. Ich denke mal, da wird es schon reichen. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.